Ein türkischer Militärkonvoi ist in der nordsyrischen Provinz Idlib aus der Luft angegriffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in Ankara. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, Luftangriffe der syrischen und russischen Armee hätten im Süden der Provinz einen türkischen Konvoi gestoppt und einen von der Türkei unterstützten Rebellen getötet. Dem türkischen Militär zufolge sollen allerdings 3 Zivilisten getötet und 12 weitere verletzt worden sein. Die Türkei kritisierte den Angriff scharf. Man habe Russland zuvor über den Konvoi unterrichtet. Syrische Medien berichten, mit Munition beladene türkische Fahrzeuge hätten die Grenze zu Syrien überquert, um Terroristen in der umkämpften Rebellenhochburg Idlib zu unterstützen.